die Arbeit basiert ja auf dem Prinzip eines Setzkastens. Also es ist wie so ein Setzkastenhäuschen und da sind die Themen jetzt in den, sage ich mal, letzten 2 Jahren, die für mich absurd waren und ein Gefüge gebildet haben. Ich kann jederzeit eine Ebene rausnehmen und wieder noch eine aktuellere reinpacken und sie funktionieren aber zusammen. Und so ist es vielleicht jetzt gerade eine abgeschlossene Arbeit in dem Sinne, aber man könnte es auch als Status quo bezeichnen. Ich kann mein Leben lang eigentlich immer wieder nach verschiedenen absurden Ebenen suchen und die in die Arbeit reinsetzen. So bilden sich immer wieder neue Synapsen oder neue Ebenen, die sich zusammenformen. Und so versuche ich dann alles rund zu machen, zu gucken, was mir fehlt, worauf, was mein Interesse ist, wo was funktioniert, was nicht funktioniert. Und bei der Arbeit The Game ist es natürlich hauptsächlich unter dem Aspekt des Theater des Absurden, eine Arbeitsform aus den 50er Jahren, die in Frankreich entstanden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Welt aufgeteilt wird in unterschiedliche Ebenen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Aber nicht nur die Welt, sondern auch die Sprache und die Symbolik. Und das waren totale Parallelen, die sich da für mich eröffnet haben zu meiner Arbeitsweise. Die Themen finde ich eigentlich in meinem Umfeld. Also egal, ob ich was lese, ins Kino gehe, ob ich mich mit Menschen unterhalte. Also da gucke ich eigentlich immer, dass ich irgendwie das aufsauge und gucke, was mich interessiert. Ich habe dann gemerkt, dass ich mich wieder mal mit der sozialen Struktur der Menschheit beschäftige, wie ich das in den anderen Arbeiten vorher eigentlich auch gemacht habe. Die Fotografie tendiert ja auch dazu, festzuhalten, was vergehen wird. Das sind ja alles Momente aus unserer Vergangenheit, die wir festhalten wollen, die wir bewahren wollen. Dieses ewige Versuchen der Bewahrung, das ja schlussendlich nicht aufgeht, weil alles vergänglich ist. Und es ist so wie ein, wie soll ich sagen, vielleicht auch fast wie ein Gegenpol, mich hineinzugeben in diesen Verfall, also auch in die Schönheit dieses Verfalls und quasi tagtäglich damit leben zu müssen, wie fragil etwas ist, wie vergänglich etwas ist. Also nehmen wir eine Tulpe in voller Blüte, da finde ich das Blütenblatt, das einzelne, wesentlich weniger schön, als wenn es schon ein bisschen schlampt. Dann hat es eine Weichheit, eine Zärtlichkeit in diesem Blatt, die ich in der vollen Blüte nicht finde. Von dem her, ja, tendiere ich schon wirklich zum Zerfall. Irgendwann ist der Moment da, in dem ich sehe, jetzt muss ich das Bild machen, weil es sonst schon wieder zu spät ist. Die Pflanzen trocknen, wie sie wollen. Ich kann da nicht großen Einfluss nehmen. Und danach kann ich nur sehr, sehr begrenzt die in der Vase noch schieben oder zupfen oder in die Form bringen. Die Form bringen sie wirklich oft schon mit. Und ich glaube, meine Aufgabe als Künstlerin, als Fotografin ist, diese Form zu erkennen und dann mit der Kamera festzuhalten, mit dem Licht zu spielen, ein Lichtbild schlussendlich zu machen. Ich glaube, gerade mit den Installationen finde ich, bekommt das Licht eine wunderschöne Bedeutung. Dass, sobald du den Stromstecker ziehst, wird es dunkel und das Bild ist weg. Also ist das Vergangen ist nicht mehr da. Und hier nimmt das Licht sehr diese Vergänglichkeit auf. Okay, das iPhone läuft jetzt auch. Sorry. Das sind irgendwie so Reduktionsprozesse. Also es beginnt meistens bei diesen Bildern, beginnt das vielleicht mit so einem visuellen Eindruck. Irgendwas, was ich draußen einfach in der Alltagswelt, was ich sehe und was immer weiter reduziert wird, bis ich daraus so ein Bild machen kann. Oft sind das Sachen, die mir erst gar nicht auffallen und dann vielleicht
schaue ich sehr, sehr häufig den Gegenstand an, bis mir eigentlich auffällt, dass sich dieser Gegenstand so gut dazu eignet, fotografiert zu werden. Ich bin eigentlich relativ offen, was so eine Idee von Fotografie angeht, die Aufzeichnung von etwas Vergangenem und diese seltsame Behauptung, ja, von irgendeiner Art von Wahrheit, die da noch drin steckt. Ich bin da relativ offen, auch mit anderen Medien zu arbeiten. Bloß diese Idee von Fotografie ist immer noch so faszinierend, dass ich da immer noch dran festhalte. Also erstmal sind das alles einzelne Arbeiten für mich. Also es geht um eine Arbeit am einzelnen Bild. Aber es geht in allen fotografischen Arbeiten auch darum, dass ich die Fotografien als Objekte betrachte. Also dass sehr, sehr viel zum Bild gehört und dass am Ende auch der Raum dazugehört zur Fotografie. Das sieht man dem Bild dann auch an, dass es einfach so sein muss und das ist einfach nicht so einfach und deswegen ist das ein längerer Prozess. Das ist einfach so. Das ist einfach das, was ich mache, ja.